grüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen und wünsche uns Gottes Frieden, wenn wir gemeinsam sein Wort betrachten. Ich bin mir ganz sicher, als ihr heute euch für den Gottesdienst vorbereitet habt, dann habt ihr gewisse Minuten vor dem Kleiderschrank gestanden. Einige länger als andere, ich will jetzt nicht sagen wer, aber ganz bestimmt sind da etliche gewesen, die haben sich mehr Zeit genommen. Wir haben uns für diese Veranstaltung, wir haben uns für diesen Gottesdienst entsprechend gekleidet. Und es gibt da so einen Spruch, der besagt, Kleider machen Leute. Und ich denke, es gibt einen Kern Wahrheit an dieser Aussage. Von bestimmten Personen erwartet man ein bestimmtes Aussehen oder zu bestimmten Anlässen erwartet man bestimmte Kleidung. Wir erkennen manche Menschen sehr schnell anhand ihrer Kleidung, welchen Beruf sie haben. Zum Beispiel einen Polizisten, eine Krankenschwester oder Pfleger, den Piloten, einen Feuerwehrmann und so weiter. Für manche Berufe gibt es ganz klar vorgeschriebene Berufskleidung, an welchen man sie unmissverständlich sofort erkennen kann. Und wir verbinden mit dieser Kleidung dann auch eine bestimmte Bereitschaft zu helfen oder ein bestimmtes Wissen, das sie haben. Dass wenn ich mit einer Nadel kommen würde, dann würdet ihr vielleicht laufen, aber wenn eine weiß gekleidete kommt, dann bleibt ihr sitzen, weil ihr wisst, sie hat das gelernt, sie hat das studiert, wie man Blut entnimmt und so weiter und so fort. Aber auch außerhalb von Berufen sagen Kleider etwas über die Person aus. Ordentliche Menschen werden zumindest in der Regel nicht in verlumpten Kleidung herumgehen. Und natürlich ist das jetzt etwas zu kurz gegriffen. Hinter verlumpten Kleidern kann ein ganz feiner Kerl stecken. Und genauso gut kann hinter einem Anzug ein großer Heuchler sein. Aber gleichwohl, ich meine, ihr versteht, was ich sagen will, wenn ich sage, dass Kleider das Erkennungszeichen sind, mit denen wir ohne Worte einen ersten Eindruck vermitteln. Wie wir uns kleiden, hat mit unserer Identität zu tun. Wie wir uns kleiden, hat mit dem Anlass zu tun, den wir beiwohnen, sei das jetzt eine Hochzeit, sei das ein Gottesdienst, sei das jetzt eine Abschiedsfeier. Wie wir uns kleiden, hat mit unserem Beruf zu tun. Und jetzt werden wir in der Bibel aufgefordert, dass wir uns auch gewisse Kleider anziehen sollen. Dass wir uns durch bestimmte Merkmale erkennbar machen. Und wir haben den Predigttext bereits gehört aus Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Worum geht es da? Was will der Apostel Paulus mit diesen Worten sagen? Damit wir die Antwort auf diese Frage bekommen, müssen wir etwas weiter zurückgehen und uns fragen, an wen schreibt der Apostel Paulus überhaupt? Wer ist gemeint, wer ist hier aufgefordert in diesem Abschnitt, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut anzuziehen? Nun, wenn wir den Text etwas näher betrachten, dann brauchen wir gar nicht lange zu suchen, um eine Antwort zu finden. Denn es heißt bereits in Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Paulus spricht in unserem Text also ganz klar Christen an. Personen, die Jesus Christus als ihren Erlöser und Herrn angenommen haben. Als solche geht sogar der ganze Kolosserbrief, wie wir ganz zu Beginn des Kolosserbriefes lesen, in Kapitel 1, Vers 2, da heißt es, den heiligen und gläubigen Brüdern oder Geschwistern in Christus zu Kolossä. Paulus schreibt an Gläubigen. Und diese Information ist wichtig zu wissen.
Diese Tatsache, dass Paulus an Christen schreibt, ist keine Nebensache. Denn es ist die Grundlage dafür, dass überhaupt jemand so leben kann, wie es hier aufgefordert wird. Es ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt das Band der Liebe anlegen können. Es ist unser Erkennungsmerkmal, diese Eigenschaften, wer wir sind und was wir tun. Es geht um Menschen aufgrund der Erlösung in Jesus Christus. Und wenn wir das vorausgesetzt haben, wenn wir dieses geklärt haben, dann können wir uns den Kleidern widmen. Worum geht es hier oder was sollen Christen anziehen? Und ich lese dazu nochmals den Text. Paulus schreibt uns, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, das hatten wir geklärt. Und jetzt kommt, was wir anzuziehen haben. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Verschiedene Kleidungsstücke, wenn wir das mal so nennen wollen, werden uns hier jetzt beschrieben. Zum Beispiel Erbarmen. Erbarmen bedeutet, zumindest im Deutschen, sich abarmen für den Nächsten. Dass es mir etwas kostet. Die Nächstenliebe. Es bringt ein tiefes Mitgefühl zum Ausdruck, dieser Begriff. Güte könnten wir auch ebenso gut mit Freundlichkeit übersetzen. Dass wir den Nächsten ernst nehmen, dass wir auf den Nächsten zugehen. Und damit kommen wir schon zu dem Nächsten, Demut. Demut bedeutet auch Bescheidenheit. Und weil wir schon bei Begriffsdefinitionen sind, Demut bedeutet in seiner Wortbedeutung, mutig zu sein oder mutig zu dienen, bereit sein zu dienen. Die Vorsilbe D kommt von dienen. Mut bedeutet nicht Tapferkeit, sondern die Bereitschaft haben zu dienen. Milde heißt, dass wir auf den Nächsten Rücksicht nehmen, dass wir Taktgefühl haben, dass wir nachsichtig sind, nicht einfach nur so kalt, ohne den Nächsten wahrzunehmen, unser Ziel erstreben. Und als letztes in Vers 12, erwähnt Paulus die Langmut. Langmut bedeutet, dem anderen in einer langen Kraft begegnen. Eine Liebe, die den Nächsten nicht einfach nur links liegen lässt, sondern geduldig ist. Und wenn wir das Ganze jetzt so nehmen, das waren so ein paar Begriffe, ich weiß, das vergisst man auch wieder, was das alles zu bedeuten hat, und all diese Beschreibungen. Aber jetzt kommt der Punkt, wo wir das Ganze zusammenfassen können, wo wir das Ganze zusammentragen, in Vers 13. All diese Eigenschaften, die Paulus da beschrieben hat, die wir gerade eben gehört haben, die dienen oder die führen letztendlich zu einem, nämlich, dass wir uns einander vergeben und ertragen. Und Leute, das sind Worte, die Paulus, wie wir bereits gehört haben, an Christen schreibt. Vielmehr, das sind Worte, die er an die Gemeinde schreibt. Der Kolosserbrief ist ein Brief an die Gemeinde. Paulus beschreibt also Sachen hier, die wir im Zusammenleben in der Gemeinschaft, in der Gemeinde
brauchen, weil wir sündig sind, weil wir fehlerhaft sind, weil wir uns einander verletzen, weil wir unterschiedlich sind, kommt es dazu, dass wir mit dem Nächsten, der vor uns sitzt, hinter uns sitzt und neben uns sitzt, einen langen Mut haben müssen. Das heißt Geduld. Dass wir demütig sind, dass wir milde sind mit dem Nächsten. Paulus beschreibt dieses im Zusammenhang mit der Gemeinde. Nicht für die Ehe. Ganz klar sind dies Dinge, die für die Ehe auch anzuwenden sind. Keine Frage. Aber da fällt uns das manchmal leichter, in der Familie solche Dinge auszuleben, als in der Gemeinde, wo wir noch viel unterschiedlicher sind und wo das noch viel größer ist und wo wir uns noch mehr verletzen vielleicht. Eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, eine Ehe, eine Freundschaft lebt nicht nur aus schönen Gefühlen. Ich vergebe dir, hat nichts mit Gänsehaut zu tun. Ich vergebe dir, hat mit einem Freispruch zu tun. Ich spreche dich frei von deiner Schuld. Ich rechne dir die Sache nicht mehr an. Ich führe kein Konto über deine Sünden mir gegenüber. Wenn ich vergebe, dann spreche ich oder verspreche ich, dass ich eine bestimmte Sache gegen den Nächsten nicht mehr hervorheben werde, dass ich sie nicht mehr verwenden werde, dass ich sie nicht mehr vorhalten werde, weder in Worten noch in Gedanken. So wie Christus uns vergeben hat. Er hat unsere Sünden in die Tiefen des Meeres geworfen. Und Paulus sagt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und dann beschreibt er zum Schluss in Vers 14 zu diesen Kleidungsstücken, zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Diese Aussage ist jetzt nicht so zu verstehen, als käme zu dem bisher Gesagten letztendlich noch so als Überbleibsel die Liebe hinzu. Nein, die Liebe ist das, was diese Eigenschaften überhaupt erst bewirkt, was diese Eigenschaften zusammenhält. Kleider machen Leute. Und wenn Paulus hier von Liebe spricht, dann spricht er das auch vor diesem Hintergrund, dass wir uns das anlegen sollen, dass wir das anziehen sollen, dass wir um die Hüfte, um die Kleidungsstücke zusammenzuhalten, um diese Eigenschaften zusammenzuhalten. Zur Zeit der Bibel war ein Gürtel unerlässlich. Dies ist der Fall, weil man erst eine Tunika anhatte, das heißt ein Untergewand, wenn wir das mal so bezeichnen wollen, und darüber noch eine Toga, noch einen zweiten Gewand. Und um das Ganze, um diese Gewänder zusammenzuhalten, war es wichtig, dass man das Ganze in der Körpermitte fixierte. So konnte das weder hin und her rutschen und was immer dann auch passieren könnte, wenn man an der Arbeit ist, wenn man schnell unterwegs ist und so weiter und so fort. Der Gürtel, das Band war ein ganz, ganz wichtiges Kleidungsstück. Und so ist es auch immer noch bei uns. Ja, denkt nur mal, vielleicht so eine Anekdote nebenbei, denkt nur mal am 26. Juni vor etlichen Wochen, als wir hier Jubiläumsfeier hatten, wo die Hosenträger einer gewissen Person versagten. Das hätte böse enden können. Aber zumindest war derjenige so klug, als dass er sich vorher noch einen Gürtel angelegt hatte, der das Ganze danach zusammenhielt. Und so ist das auch hier.
Der Gürtel hält das noch zusammen, damit das überhaupt schön aussieht, damit das überhaupt zu seiner Funktion kommt, damit die Kleidung dann auch ihres tun. Und weil der Gürtel in der Bibel so wichtig war, war die Hüfte, der Gürtel oder das Band auch oft ein Bild der Willenskraft. In Sprüche Kapitel 31, Vers 17 heißt es: Sie gürtet ihre Lenden, ihre Hüften mit Kraft und macht ihre Arme stark. Also der Gürtel steht für Kraft, für Bereitschaft, für Treue. Den Gürtel anlegen bedeutet, dass man bereit ist, loszuziehen. Zum Essen zieht man den nicht an, sondern erst, wenn man sich an die Arbeit machen will, wenn man bereit ist zum Aufbrechen. Und vor diesem Hintergrund, in der Kraft, in der Bereitschaft, in der Treue, ist die Aufforderung von Paulus zu verstehen. Die Liebe ist die Triebkraft, die Barmherzigkeit, Güte, Demut, Sanftmut, Milde, Langmut und das Ganze zusammenbringt und zusammenhält. Ohne die Liebe gibt es keine Grundlage für die gegenseitige Vergebung. Liebe Gemeinde, wenn wir das Band der Liebe angezogen haben, angelegt haben, dann sind wir bereit, unsere Sinne und Gedanken, unsere Motivationen, unseren Charakter, das, was wir sagen, das, was wir sind, auf ein neues Ziel auszurichten. Wir wollen unseren Willen nicht mehr nur freien Lauf lassen, sondern wir beanspruchen Gottes Gnade, damit wir für ihn auch ein wohlgefälliges Leben führen. Unser Sinn ist erneuert und wir fragen uns nicht mehr, was will ich, was gefällt mir, sondern was will der Herr von mir haben? Und darum die Aufforderung, dass wir uns anziehen sollen. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl, dass wir uns das anlegen sollen. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Dass wir einander ertragen und dass wir gegenseitig vergeben, wie auch Christus uns vergeben hat, in der Gemeinde. Und das können wir nur deshalb, weil wir selbst Geliebte Gottes sind, weil wir selbst Heilige sind, durch die Vergebung, die wir in Christus Jesus erfahren haben. Ich wünsche, dass der Geist Gottes uns die Kraft gibt, liebevoll in der Gesellschaft, in der Gemeinde, zu Hause miteinander umzugehen. Wollen wir gemeinsam beten? Vater im Himmel, in deinem Sohn Jesus Christus hast du uns geliebt und liebt uns immer noch. Dein Sohn ist gekommen, um für uns zu sterben und aufzuerstehen, sodass wir ewiges Leben erlangen können, sodass wir Vergebung erlangen können von unseren Sünden. Danke dafür. Und das ist die Grundlage, die Erlösung, die Befreiung, dass wir Jesus in unseren Herzen haben, dass wir ebenso mit diesen Eigenschaften, mit dieser Barmherzigkeit, mit dieser Geduld, mit dieser Liebe den Nächsten begegnen können in der Gemeinde. Denn das ist das Zeugnis für die Welt. In der Gemeinde liegt auch deine Weisheit, Gott, der unsichtbaren Welt gegenüber. Die Gemeinde ist etwas Gewaltiges. Es ist deine Idee. Und so lass uns die Gemeinde hochschätzen, denn es ist deine Gemeinde. Du hast sie teuer erkauft. Und wir wollen miteinander so umgehen, wie du mit uns umgehst.
Geschenk, dass wir die Kraft haben dazu durch deinen Geist. Gib, dass da, wo wir uns gegenseitig verletzt haben, vergeben und dass wir in Milde und Demut uns gegenseitig begegnen. Zu deiner Ehre und Verherrlichung. In deinem Namen, Jesus, beten wir das. Amen.